Für ihre Bullet-3-Rolle hat sich Joey King, 22, ganz schön ins Zeug gelegt. Am 4. August ist es endlich soweit, der neue Film von Deadpool 2-Macher David Leitch, 46, erscheint in den Kinos. In den Hauptrollen zu sehen sind neben der gebürtigen Kalifornien auch echte Hollywood-Größen wie Brad Pitt, 58, oder Brian Tyree Henry, 40. Nun verrät Joey, dass sie für Bullet Train extra eine neue Sprache gelernt habe. Es gab einen Moment, in dem ich dachte, ich würde jetzt gerne jemand anderen spielen, begann die 22-Jährige während der Bullet Train Pressekonferenz in Anwesenheit von Promi Flash zu erzählen. Eines Morgens sei sie an ihren Wohnwagen gekommen und habe ein umgeschriebenes Skript vorgefunden. Neben einem Monolog ihres Charakters Prince seien auch nicht englische Textzeilen neu gewesen. Deshalb habe sie sich beim Regisseur David erkundigt, ob das so sein soll. Seine Antwort habe jedoch nur gelautet, oh ja, die andere Sprache wäre cool. Als Joey dann klar wurde, dass der entsprechende Dreh bereits in 10 Tagen anstehe, sei sie etwas in Panik verfallen. Ich dachte, ich muss das lernen. Ich muss das wirklich schnell lernen, erinnerte sich Didi Kissing Booths Schönheit. Im Endeffekt habe ihr das Einstudieren jedoch sehr viel Spaß bereitet. Das war eigentlich das Coolste, das zu lernen, versicherte sie. Um welche Sprache es sich handelt, verrät Joey zwar nicht, die Kinofans können sich ab Anfang August dann jedoch selbst von den neu gewonnenen Sprachkenntnissen der Schauspielerin überzeugen. Tipps für Promi Flash? Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.